farblich noch ein wenig aufgewertet wurde die ohnehin schon sehr gut detaillierte Innenausstattung des Bruder Basis 936. Selbstverständlich fehlt dem Landwirt von heute auch kein Mobiltelefon. Insgesamt verfügt das Modell über 28 LEDs für die vorschriftsmäßige Beleuchtung. Für die Arbeitsscheinwerfer wurden ultrahelle Leuchtdioden verwendet. Für die Testfahrt standen einige Anhängsel aus dem Agrarbereich bereit. Den Anfang machte die Saatkombination Solitär 9 von Lemken. Bereits das Bruderbasismodell verfügt über die Klapp- und Anhebefunktion des Saataggregats. Mit Hilfe von Miniservo und Angelschnur wurde diese Funktion per Fernsteuerung realisiert. Als nächstes kam das Güllefass Joskin Quadra zum Einsatz. Dieses Grundmodell stammt allerdings nicht von Bruder, sondern aus dem Hause Siku. Eine Zahnradpumpe befördert das Düngemittel auf den Acker. Mit Hilfe von zwei Gardena-Hähnen erfolgt die Verteilung der Flüssigkeit zum Heckauslass oder seitlich zum sogenannten Feuerwehrauslass. Auch beides gleichzeitig ist natürlich möglich. Circa 4,5 Liter Flüssigkeit kann das Fass aufnehmen. An dem aus einer Spritze entstandenen Schauglas kann man den Füllstand gut erkennen. Der aus Messingteilen gefertigte Heckkraftheber wird von einem Digitalservo bewegt. Der Lemken Smaragd Grubber ist mit einfachen Mitteln umgebaut, um seinen Dienst zu verrichten. Hier könnte man mit einem Allradantrieb natürlich ein wenig mehr Traktion erreichen. Natürlich kann der Traktor auch als reines Zugfahrzeug eingesetzt werden. Ohne Probleme zieht der 936 Black Beauty den Tiefladeanhänger samt Radlader zum nächsten Einsatzort. Als letztes Anhängsel kommt die Krampemulde, ebenfalls aus dem Hause Siku, zum Einsatz. Hier fehlt allerdings noch die ferngesteuerte Kippfunktion.